Hallo zusammen und herzlich willkommen zur diesjährigen Generalprobe für die ZP10 Mathematik in NRW. Du kannst natürlich auch für andere Bundesländer mit dieser Generalprobe üben. Diese Generalprobe habe ich mit Magda von Magda liebt Mathe und Olli von Lernsnacks zusammen erstellt. Und wir drei hoffen, dass du damit gut lernen kannst und dass sie dir viel bringt in der Vorbereitung für deine Abschlussprüfung. Am besten ist, wenn du dir diese ganze Generalprobe einmal komplett ausdruckst und durchrechnest und im Anschluss mit uns die Lösungen vergleichst. Die Generalprobe findest du hier unten in der Videobeschreibung bei Magda und Olli auf den Homepages. Eine allgemeine Lernzusammenfassung findest du auch hier in der Beschreibung. Die habe ich mal vor 2 Jahren geschrieben. Das ist noch darauf ausgelegt, dass der erste Teil mit Taschenrechner ist. Aber auch diese Zusammenfassung wird dir bestimmt sehr gut beim Lernen helfen. Da sind ganz viele Erklärungen mit Videos und auch nochmal Aufgaben mit Lösungsvideos dabei. Ganz wichtig, die Aufgaben beim ersten Prüfungsteil sind natürlich Aufgaben ohne Hilfsmittel. Heißt, alle Aufgaben, die ihr hier seht, müsst ihr versuchen, ohne Taschenrechner zu rechnen. Deswegen werden wir im ersten Prüfungsteil auch alle Aufgaben ohne Hilfe des Taschenrechners vorrechnen. Und wir starten dann jetzt mit Aufgabe 1. Aufgabe 1, Zahlen ordnen. Kreuze die richtige Antwort an. Die Wurzel aus 10 ist ungefähr gleich. Und jetzt stehen hier verschiedene Ankreuzmöglichkeiten. Bei so einer Wurzelaufgabe ist die Überlegung, welche beiden Quadratwurzeln sind die nächsten beiden, einmal davor und einmal dahinter, die man glatt ziehen kann. Das wäre bei der Wurzel aus 10 einmal die Wurzel aus 9 davor. Die ist kleiner als die Wurzel aus 10. Und die nächstgrößere ist die Wurzel aus 16. Von 9 und 16 kann man die Wurzel ziehen. Die Wurzel von 9 ist 3, also ist 3 kleiner als die Wurzel aus 10. Und die Wurzel aus 10 ist kleiner als 4, denn das ist die Wurzel aus 16. Das heißt, die Wurzel aus 10 muss zwischen 3 und 4 liegen. 5 und 2,8 kann schon mal nicht mehr sein. Es können jetzt nur 3,2 und 3,8 richtig sein. Und da die 10 viel näher an der 9 liegt als an der 16, muss die Wurzel aus 10 auch näher an 3 liegen als an der 4. Und deswegen ist hier die Zahl 3,2 richtig. Also bei sowas immer überlegen, was ist die Quadratwurzel davor und danach, die ich glatt noch ziehen kann. Aufgabe B. Kreuze die beiden richtigen Antworten an. 4/25 ist gleich Punkt, Punkt, Punkt. Und wir gehen jetzt einmal so vor, dass wir immer versuchen, das auf die entsprechenden Ergebnisse zu erweitern, zu kürzen oder anders umzuformen. Ein Fünftel und 4/25, gucken wir uns einmal an, ein Fünftel kann man erweitern auf ein 25. Bruch mit der Zahl 5, dann wäre das 5/25. Das passt nicht zu unserem Ergebnis. 4,25 ist natürlich völliger Quatsch. 4/25 ist nämlich viel kleiner als 1. Deswegen kann 4,25 gar nicht sein. Die nächste Zahl ist 12/75. Dann nehmen wir uns einmal die 4/25 aus der Aufgabe. Die können wir auf einen 75. Bruch erweitern, nämlich mit der 3. Und 4 mal 3 ist 12. Und hier sehen wir, 4/25 ist gleich 12/75. Die nächste Zahl ist die minus 0,16. Und hier sehen wir eigentlich schon an der Minus, dass das Ergebnis nicht sein kann. Also können wir auch das eigentlich durchstreichen. Jetzt werden wir einmal zum Schluss noch überprüfen, ob 16% ein richtiges Ergebnis ist. Es wird ja nach zwei Ergebnissen gesucht. Deswegen nehmen wir einmal die 4/25. Um in Prozent umzuwandeln, müssen wir auf einen Hundertstel Bruch kommen. Also mit 4 erweitern, das ergibt 16/16. Beim Erweitern ja oben und unten mal dieselbe Zahl. Und 16/16 ist nichts anderes als 16%, da das Prozentzeichen ja nichts anderes bedeutet als von 100. Also sind 12/75 und 16% unsere beiden Lösungen. Weiter geht's mit der C. Vergleiche die Zahlen und setze das Zeichen größer als, kleiner als oder gleich ein. Zuerst soll man 12/24 und 7/12 vergleichen. Das kann man ohne irgendwas zu rechnen eigentlich direkt machen. 12/24 ist genau ein halb und 7/12
erkennt man eigentlich auf den ersten Blick, ist mehr als ein Halb, also muss 7/12 größer sein. Wenn man das nicht sofort auf den ersten Blick erkennt, ist das überhaupt nicht schlimm. Dann geht man einfach hin und erweitert 7/12 in einen 24. Bruch mit der Zahl 2 und das ergibt dann 14/24 und da erkennt man auf jeden Fall, dass 14/24 größer ist als 12/24. Also muss 7/12 auch größer sein als 12/24. Nächste Aufgabe 0,007 und 7 × 10⁻3. Und hier gehen wir so vor, dass wir 7 × 10⁻³ als Kommazahl, also als Dezimalzahl aufschreiben wollen. Und bei 10⁻³ müssen wir das Komma um 3 Stellen nach links verschieben. Dafür schreibe ich einmal ein paar Nullen einfach vor die 7. Und hier auch ein Komma. Das ist also immer noch die 7 × 10⁻³. Und wie schon gesagt, jetzt müssten wir das Komma um 3 Stellen nach links verschieben. Genau nach da. Und dann haben wir 0,007. Die 0 am Ende können wir uns wieder sparen. Also ist 7 × 10⁻³ 0,007. Also sind hier beide Zahlen gleich. Diese Schreibweise hier in der Mitte ist nicht die ganz mathematisch korrekte. Das sollte nur einfach einmal zeigen, wie man das Komma einfach um 3 Zahlen nach links verschieben kann, obwohl eigentlich gar kein Komma da ist. Letzte Aufgabe, −3/4 und in Klammern −3/4. −3/4 ist nichts anderes als 3/4 und danach wieder ein Minus davor. Das heißt, 3/4 ist 3 × 3, das sind 9. Nochmal mal 3 ergibt 27. Und das nochmal mal 3 ergibt 81 mit einem Minus davor. Die Minus 3 steht nicht in der Klammer, deswegen bezieht sich dieses −4 nur auf die 3 und am Ende schreibt man das Minus wieder davor. Wie sieht es aus bei in Klammern −3/4? Hier ist es so, dass man rechnet −3 × −3 × −3 × −3. −3 × −3 ergibt 9. 9 × −3 ergibt −27 und −27 × −3 ergibt wieder 81, also plus 81. Und deswegen sorgt die Klammer dafür, dass diese Zahl hier größer ist, weil sie positiv wird. So, das war's jetzt zur ersten Aufgabe vom ersten Prüfungsteil. In der zweiten Aufgabe macht Magda weiter und wir sehen uns bei der sechsten Aufgabe zum Schätzen wieder. Wenn es Fragen gibt oder Anregungen, gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns dann, wie gesagt, gleich wieder. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Bis nachher.